wie heute, ne? Das ist wirklich Balsam für die Seele. Bei allem, was da draußen gerade nicht im Gleichgewicht ist und schwierig ist. Und ich glaube, wir spüren es alle. Eine Baustelle jagt die nächste. Und irgendwie hat man immer seltener das Gefühl, dass es auch mal zur Ruhe kommt und auch mal okay ist. Eher ist es so, dass man glaubt, dass morgen irgendwie die Decke über einem zusammenbricht. Und ich gebe ehrlich zu, mich überfordert das manchmal ein bisschen. Aber an solchen Abenden wie heute, wenn ich da oben heimlich am Fenster stehe und runtergucke und euch beobachte, dann habe ich wieder die Hoffnung, dass wir als Gesellschaft die Kurve kriegen können. Dass wir es schaffen können, wieder respektvoll miteinander umzugehen. Dass wir es schaffen, uns weiterhin zuzuhören, auch wenn es schwierig ist. Und dass wir zugewandt bleiben und dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Die Hoffnung habe ich stark in mir. Und vielleicht schaffen wir es auch, nicht nur nach dem Schuldigen zu suchen, sondern vielleicht auch Teil der Lösung zu werden. Ihr Lieben, diese zwei Tage hier, die werden wir nicht so schnell vergessen. Die ersten Konzerte, die diesen Sommer ausverkauft waren. Bei all der Scheiße, die passiert, ihr Lieben, lasst uns die Hoffnung nicht verlieren.